Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, in der letzten Folge haben wir hier soweit alles frei gemacht im Klassenzimmer 210 und 212 und haben scheinbar Emily in der Nähe vom Labor gesehen. Und ich brauchte mal eine kleine Pause, aber jetzt müssen wir leider weitermachen. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich hasse es. Hinten rechts muss ich hin. Frage ist, da sieht er mich. Oh. Eigentlich sollte er mich hier nicht sehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss irgendwie zu den anderen ranschleichen. Oh Gott, da ist auch noch ein Vogel. Ist das die Tür? Nee, das ist nicht die Tür. Hinter mir soll noch eine Tür sein. Wo? Ach, da. Ja, da ist noch eine Tür. Okay. Würde ich sagen, gehen wir da erstmal kurz rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, hier reinzugehen. Da ist aber ein Auge. Moment. Wahrscheinlich brauche ich das so oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hat das Auge mich auch beschützt und dafür gesorgt, dass das Viech sich nicht bewegt. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, 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 oh Gott. Da muss ich. Moment, da kann ich die Treppen hoch? Ach, jetzt habe ich auch gar nicht mehr geguckt, wo das eine hinging. Wahrscheinlich wären wir da jetzt auch hier reingekommen. Das Problem ist, wenn ich den jetzt umbringe, sehen die anderen beiden das wahrscheinlich, oder? Okay. Theoretischerweise könnte ich da was rausholen. Da ist die Tür. Okay, das ist auch die Tür, wo wir hin müssen. Wenn der jetzt nochmal nach hinten geht. Boah, der Typ geht mir auf die Nerven, ganz ehrlich. Die Krähe, die sollte mich eigentlich nicht sehen. Anderen Seite verschlossen. Nein, ist nicht euer Ernst jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt guckt er natürlich direkt in meine Richtung. Oh, der sieht mich doch 100 pro hier links. Was ich jetzt machen könnte, ist das Ganze nochmal zu machen. Ich meine, da wäre die Treppe gewesen. Da müsste ich aber jetzt noch mal gucken. Eieieiei. Oh, aber da hinten sieht man doch, oder? Wenn ich jetzt da noch mal zurücklaufe. Oh, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay. Ich warte jetzt erstmal, bis der wieder dahin geht am besten. Ja, geh weiter, geh weiter, geh weiter. So. Ich
Genau, lauft jetzt alle schön nach da hinten. Lauft alle schön nach da hinten. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh mein Gott. Es hat funktioniert. Wow. Das ergibt keinen Sinn. Heute Morgen war die Stadt noch in Ordnung. Lahm und doof wie immer. Das dürfte der Chemieraum oder sowas sein. Dann taucht plötzlich Emily wieder auf und es herrscht Chaos. Jetzt sind alle fort und es sieht aus wie nach einem Erdbeben. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir zum ersten Stock. Kommen wieder nicht in das Labor rein. Oh, ihr könnt mich doch mal. Ich hätte aber auch nicht anders abbiegen können. Ja gut, wenn ich jetzt hier runtergehe, müsste ich theoretisch nach links. Ah nee, dann wäre ich aber im Klassenzimmer. Nee, das Labor kann ich nur von unten erreichen, wenn ich das richtig sehe, ne? Das heißt, ich muss quasi gegenüber rechts eigentlich hin. Frage ist nur... Oh ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Da hinten ist schon wieder eine Krähe. Genau da, wo ich hin muss, ne? Nehme ich mal an. Da ist was zum Ablenken. Ich wüsste, dass das die einzige Krähe, beziehungsweise das einzige Emily! Monster ist. Oh, hat es mich gehört? Ja, hoffentlich nicht, wenn du so doof bist und hier rumschreist. So, die große Frage wäre jetzt noch. Das hat nicht viel Platz, um sich zu bewegen, ne? Das ist aber auf jeden Fall das, wo ich hin muss. Und von der anderen Seite komme ich nicht dahin, so wie es aussieht. Gibt es auch nichts, wo ich mich verstecken könnte, damit der Weg nicht so lange ist, ne? Es sei denn, es wäre sehr riskant, wenn ich das jetzt da hinten hin machen würde vielleicht. Aber es ist so weit weg, oder? Ja, so viel dann dazu. Jetzt habe ich die Limo umsonst aufgebraucht. Okay. Aber ich meine, die ist nicht getriggert worden, wenn ich so ein Stück nach vorne gegangen bin, oder? Bis hier kann ich noch. Du siehst mich nicht, 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 du siehst mich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wir wollen ja eigentlich nach unten Richtung Labor, oder? Eigentlich wollen wir ja alles durchsuchen, aber das scheint ja nicht so einfach zu sein. Wir probieren es jetzt erstmal, wenn wir das denn können, da durch und rechts. War das die gleiche? Ich habe gerade irgendwas flattern hören. Da können wir wahrscheinlich nicht rum, weil es ein... Oh. Emily?
etwas verschlissen, aber auf jeden Fall ihrer. Dann sind wir... Ja, ja, genau. Dann rennen wir quasi Richtung Labor. Achso, zu Raum 202 gehen. Moment, der ist... Ja, das ist der. Der Raum ist auch verschlossen. Natürlich. Was auch sonst? Wie können wir denn sonst noch dahin? Über den zweiten Stock vielleicht? Ich muss den Schlüssel finden. Oder wir müssen den Schlüssel finden. Okay. Der könnte überall sein. Okay, also wir gucken einfach mal alle Teile hinter uns durch. Einfach ist gut. Das können wir nicht nehmen, ne? Aber dann wissen wir schon mal, dass das hier ist. Moment, von da sind wir jetzt gekommen, genau. Was passiert hier? Ich folge Emily immer weiter. Sie ist mir stets einen Schritt voraus. Fast als... Sie läuft doch nicht vor mir davon. Oder? Wer weiß, wer weiß. Ein Feuerlöscher wäre nicht schlecht, ne? Also, da hinten ist Stroh. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Moment. Wenn wir komplett zurückgehen und wieder an der Krähe vorbeigehen. Oder war das zu? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rum. Was ist das? Ich würde jetzt sagen Wasserschlauch, aber... Okay... Kommen wir auch nicht durch. Das ist... Also da brennt quasi die Tür. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da hinten den Knopf drücken, der jetzt leider gerade unter Strom steht, um hier das, die Sprengler... Ist das jetzt euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich habe ja doch sonst nichts mehr. Oder muss ich mit der... Nee, oder? Das ist aber nicht euer Ernst jetzt, oder? Was ich jetzt hier gerade denke. Oder hat das jetzt doch geleuchtet hier gerade? Nee, ne? Nee, das ist nur so, so komisch am Blinken. Oh, das ist nicht euer Ernst. Na, komm, ein bisschen... Treffer! Ich sollte mit Basketball anfangen. Ah. Echt jetzt? Okay. Vielleicht kann ich was dagegen werfen. Wogegen? Haben wir doch schon alles gemacht? Können wir hier noch irgendwas machen? Kommt hier immer mehr von dem Zeug hier. Also damit mache ich jetzt nur... den Strom an und aus, ne? Ist richtig. Ja. Okay. Das heißt aber, was kann ich denn dann noch nehmen? Da oben kommen wir so nicht rum. Das müssen wir irgendwie gucken, dass wir das weg. Das ist jetzt alles komplett zugeschüttet hier. Also das fällt schon mal komplett aus. Und hier kann ich auch nichts drücken oder so. Hä? Nein! Ist das euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst hier, was ihr hier gerade andeutet. Das heißt, das geht direkt wieder aus. Oh Gott.
Boah, es kann doch nicht sein, dass das hier ewig... Nein, 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 nein. Oh, ja, dann geh jetzt durch. Moment, wo bin ich jetzt? War das der Schlüssel da hinten? Hier stand aber gerade was mit Vogel. Ach, da! Was ist denn mit dir? Oh, bedeutet das was? Ich habe keine Ahnung, aber es war so prädestiniert dafür, einfach mal... Okay, da ist... Was war das? Ist was zum Verstecken? Jetzt weiß ich warum. Das war mein Fernseher hier, oder? Das ist gar nicht der Schlüssel. Super. Bin ich denn jetzt hier? Moment. Ich bin jetzt im Klassenzimmer, danach ist audiovisuell. Ich kann den Fernseher hier wegschieben. Frage ist, bringt mir das irgendwas? Ist da irgendwas hinter? Ne? Gerade mich greift jetzt irgend so ein Viech an. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Boah. Überall diese Fernseher mit Tee drauf. Kommt da jetzt bestimmt das Viech durch die Scheibe, oder? Wo sind wir denn jetzt hier hin? Okay, da kann man hochklettern. Aber ich kann nicht über den Fernseher klettern, oder? Soll ich das Ding vor den Fernseher schieben? Oh, warte mal. Nee, das ist nur hier dieses... Da komme ich aber nicht hochgeklettert, oder? Bringt mir das irgendwas? Wenn jetzt nochmal so ein Schrei kommt. Also ich habe mich jetzt doppelt erschrocken, weil das über die Kopfhörer so extrem laut war, ne? Leute, ganz ehrlich. Ich vermute mal, das ist nur, um vom einen zum anderen zu kommen. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Gerade hast du doch... Ja, da ist doch noch was. Oder muss ich das doch auf die Seite stellen? Das Ding ist in ziemlich schlechtem Zustand. Vielleicht kann ich was dagegen werfen. Damit das runterfällt. Ich werde wohl nicht noch mehr Probleme bekommen. Okay. Aber ich denke mal, dass wir das andere Viech dann da irgendwie... Dass wir da unsere Aufmerksamkeit auf uns ziehen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal machen, was sie mir sagt. Sie kennt sich hier in dem ganzen Spiel besser aus als ich. Super. Ach so. Ich dachte, das soll jetzt schräg runterfallen. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Wir bauen uns eine Rampe. Okay. Ist jetzt nah genug hier? Ja, doch. Jetzt ist nur die Frage, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier. Mal schauen, wo das hinführt. Boah! Alter! Leck mich doch. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ja, ich weiß, darauf ist das Spiel aus. Aber ich hab mich jetzt... Boah! Und ich habe letztes Mal ja noch gefragt, ob denn irgendwas passieren kann, wenn ich hier durchlaufe, ey. Wo sind wir denn jetzt hier? Quasi auf der anderen Seite. Hätten wir aber auch einfach nur gehen können, oder nicht? Oder konnten wir da so nicht hin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da unten ist ein Hebel. Wenn wir da aber einmal runtergehen, sind wir ganz weg. Hier können wir... Achso, da können wir nichts machen. Gut.
Herzattacke hoch 10 und das bei so einem Spiel. Okay. So, Moment, wir sind jetzt oben am Heizungs... Aber wir haben ja immer noch nicht den Schlüssel gefunden. Das Feuer ist damit aber immer noch nicht gelöscht, wenn ich das richtig verstehe. Und zurück können wir jetzt auch nicht mehr. Na, wir gucken einfach mal. Gut, auch nicht. Hallo? Liebe Monster, brave Monster. Links geht es in zwei Richtungen. Das ist da hinten, ne? Da war aber was zum Verstecken, glaube ich, davor, oder? Oder auch nicht. Ich glaube, das ist aber dieses Flatterviech. Das ist noch schlimmer. Oh ja, ja, ja. Der ist links. Also genau da an dem Weg, wo wir lang müssen. Denke ich. Oder haben wir den Schlüssel jetzt schon gefunden? Nee, Schlüssel nötig steht da nur. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich unten in diesem Zimmer ist, wo das Feuer davor ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist da nur einer? Mit A drücken war das, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Okay. Das ist das, wo wir nicht zurückkommen. Aber das Feuer ist immer noch da. Das ist nicht gut, aber das könnten wir schon mal nehmen. Ich denke mal, ja, das muss der Platz haben jetzt. Da kommen wir immer noch nicht zurück. Das heißt aber, dass wir jetzt eventuell da weiterkommen. Das war ja zu, glaube ich, hier der Teil. Ne? Wir sind ja da hinten rumgegangen. Das war das, wo wir reingekommen sind, ne? Oder der Schlüssel ist Richtung Toilette dahin. Oh, das kann natürlich auch sein. Gut, da ist jetzt wieder ein neuer drin. Was ist mit dem hier draußen? Ist der immer noch da? Der ist nicht mehr da. Kann man hier runter? Nee, natürlich nicht. Da ist Feuer. Es tut mir leid, dass ich generell immer so leise bin, aber ich höre dann doppelt und dreifach natürlich da drauf, ob hier irgendwas kommt. War man da schon? Da hinten sind überall... Moment. Ach so, genau, da waren wir noch nicht drin. Schauen wir erstmal bei den Toiletten. Was kann in einer Toilette schon passieren? Ach so, dann kann ich von der anderen Seite dahin. Haben wir da schon Platz für? Hallo? Ich hab's zuerst gesehen. Okay. Sehr schön. So, das heißt, links von uns sind jetzt Vögel. Die Frage ist nur, ich weiß auch gar nicht, ob wir durch die Tür überhaupt durchgekommen wären. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt daran vorbei? Die sind ganz hinten. Bewegt er sich nach hier? Nee, ne?
Der stand doch gerade noch hier. Moment, hä? Ich bin verwirrt. Wir müssen zwangsläufig da vorne hin. Wir müssen ihn ausschalten. Ich kann zwar dafür sorgen, dass der woanders hingeht, aber das bringt mir nicht viel. Ich hoffe nur, der bleibt stehen. Oh Gott. So. Aber wie kriege ich das jetzt hier aus? Das ist zugemauert, ne? Da kommt man nicht ran. Wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Hier ist wieder was, was man theoretisch zum Werfen benutzen könnte, aber ich habe hier nichts zum Werfen. Da ist noch ein Tagebuch. Aber wie kommen wir da ran? Das ist das große Problem. Da ist die Eingangstür. Ich würde dieses Rätsel ehrlich gesagt schon gerne noch in der heutigen Folge machen. Oder komme ich da? Nee, ne? Bringt auch nichts, wenn ich das jetzt da hinten gegen den leckenden Wasserhahn oder sowas werfe, ne? Kann ich da durch das Fenster denn irgendwas werfen? Ach, ja, jetzt habe ich es gesehen. Okay, da ist ein grüner Punkt. Habe ich die jetzt in der Hand? Ja. Okay. Aber ich glaube, dazu muss ich mich hinstellen, damit das besser geht. Ich habe nur das Buch gesehen. Ich habe nicht diesen Punkt gesehen. So, Moment. Wie mache ich das jetzt am besten? Dass der auch trifft. Da muss ich da ganz nach vorne. Ja, das sieht schon besser aus. Geschafft! Okay. Es ist zweimal noch Verschwendung von Soda, aber wir können weiter. Können wir denn hier durch die Tür auch jetzt durch? Das ist die Frage. Ja. Weil ich werde das Buch nämlich gerne mitnehmen. Don't run. Lauf nicht. Ja. Das habe ich auch schon festgestellt. Und das sind dann wahrscheinlich die ganzen vermissten Schilder hier von unserer Cousine. Noch ein seltsames Buch. Sie ist weg. Dann schauen wir doch mal. Sie ist weg. Ich habe heute alleine zu Mittag gegessen. Ich esse jeden Tag alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Keiner will mit mir reden. Ich möchte sie unbedingt treffen und ihr erzählen, was los ist. Aber ich finde sie nie. Ich will sie zwar nicht nerven, aber ich bin traurig und weiß nach der Schule nichts mit mir anzufangen. Sobald die Glocke läutet, schmeiße ich alles in meine Tasche und renne zum Ausgang. Dort sehe ich sie mit ihren Freunden und ich würde ihr gerne nachgehen. Aber sie ist schon zu weit weg, auf dem Weg zur Arkade. Heute habe ich mir wirklich Mühe gegeben, sie am Ausgang zu treffen, aber sie war schneller. Geht sie absichtlich früher? Will sie mich loswerden? Also ich verstehe es so, dass die Cousine das alles schreibt, ne? Ich meine, das stand da auch drin. Umso trauriger ist das ja im Endeffekt. Wobei ich eigentlich dachte, dass wir gemobbt werden. So laut den Szenen, die ich gesehen hatte. Wo bin ich jetzt nochmal? Moment. Vom Klassenzimmer. Okay. Macht doch nicht immer solche Geräusche, Jungs. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt hier. So. Kann ich den auch mitnehmen? Kann ja nicht sein, dass ich die immer nur liegen lassen muss. Loser. Ja, die üblichen Sprüche von Losern.
Links ist was zum Klettern eventuell und rechts ist das Klassenzimmer. Die Frage ist, ich will es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich vermutlich fragen will. Okay, ich gucke jetzt erstmal. Hier ist schon wieder so ein Ding zum Werfen. Das ist kein gutes Zeichen. Also hier kann ich mich nur verstecken. Da ist auch wieder so ein Lichtding. Zwei Lichtdinger. Ah, und da oben ist der Schlüssel. Okay, muss ich das erste anleuchten oder reicht es, wenn ich das zweite anleuchte? Links habe ich... Nee, ach so, beide müssen angeleuchtet werden. Das da, das da. Aber wahrscheinlich... Nee, drei, oder? Hier unten ist doch auch noch eins. Und das muss ich dann selbst anleuchten, oder wie? Wollt ihr mich veräppeln? Sieht nützlich aus. Wollt ihr mich veräppeln? Wie soll man das denn bitte so schnell machen? Das ist doch wieder auf Zeit. Oh Gott. Das war die falsche Taste, aber egal. Wieso wird das nicht angeleuchtet? Okay, Moment. Muss man das ein bisschen zurück machen? Muss ich... Achso, ich muss die beiden wahrscheinlich anleuchten, oder? Frage ist, geht das schon so? Nee, der leuchtet ja nach oben. Den kann ich nicht bewegen. Also der unten, der war fake, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und der, da muss angeleuchtet werden. Ich habe nicht mehr so viel Akku, um das jetzt auszuprobieren. Ne? Ich vermute mal tatsächlich, dass der linke und der rechte angeleuchtet werden müssen. Aber ich kann den hier nicht verstellen. Und der zeigt nur nach rechts unten. Kann ich aber auch nicht vorstellen, ja, ne? Dass ich das wegziehen kann oder so. Hm. Es ist schön, dass man hier drei Dinger liegen hat. Ich befürchte aber, dass ich dafür noch mehr brauche. Ich komme da ja auch nicht ran, weil das selbst dann... Moment, wenn ich das... Wenn ich das hier anleuchte. Jetzt ist er nicht mehr da, wo er eben war. Jetzt ist er ein Stück. Es hält nur Millimeter quasi nach. Naja, das schaffe ich nicht. Das ist auch zu hoch. Die nimmt das auch nicht richtig an, habe ich das Gefühl. Wenn ich das... Ja, mich verwirrt das halt eben auch, dass der eine Strahl nach oben geht. Moment, was passiert denn, wenn ich da... Ach, dann geht der. Der geht aber auf das da hinten. Das ist auch nicht das Richtige. Also wenn ich den linken mache, dann geht das linke Teil hoch. Da geht der... Ach so, da geht der nicht rauf, aber der könnte theoretisch da rauf gehen. Ja, ich clevern. Ich clevere Kuh. aber das hilft wahrscheinlich noch nicht, oder? Moment. Er ist immer noch nicht richtig. Das Problem ist, wenn ich den woanders... Was war das? Das Problem ist, wenn ich den woanders hinstelle. Oder kriege ich den doch noch ein Stück da rein?
Achso, kriege ich doch noch ein Stück. Oh. Ja, dann probieren wir es nochmal. Toll. Ja. Nimm das. Nicht, dass das auf Zeit läuft. Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Ja. Jetzt passiert das, was ich mir schon gedacht habe. Unsere Zeit ist eigentlich schon lange um, eigentlich schon vor dem Rätsel. Und unser Rückweg ist wieder versperrt. Deswegen würde ich jetzt mal spontan sagen, dass wir so gemein sind und hier erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, dass das soweit gespeichert wurde. Ich habe nämlich keine Lust, das nochmal neu zu machen. Und ja, dass wir dann den Rückweg in der nächsten Folge sehen, weil ich denke mal, wenn wir da jetzt durch dieses ganze Gewust noch durch müssen, bis unten zu dem Klassenzimmer, da werden noch sehr, sehr viele Monster auf uns warten. Deswegen ein kleiner Cut und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.